Servus, Freunde des virtuellen LKW-Fahrens, Speditionsdaseins und Truckings. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Folge ETS2. Ja, und was? Es ist ja eine Entscheidung gefallen bei der Umfrage und ich habe jetzt hier in München in unserem Standort eine Ladung Oliven für Innsbruck geladen. So Oliven in Gläsern. Und ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung des LKWs. Viele von euch werden es ja schon merken am Traffic, in welche Zeit es zurückgeht. Aber wir gehen jetzt mal hier zurück zum LKW und anhand des LKWs werdet ihr sehen, was oder in welche Zeit zurück wir jetzt gehen werden und welche Entscheidung gefallen ist. Blablum. Und hier steht er. Bekannt wie ein bunter Hund. Würde ich mal sagen, auch aus der gleichnamigen Fernsehserie. Zack. Wir steigen jetzt mal ein. Lassen die Orgel los, nehmen uns einmal einen Spiegel und ein Navi dazu. Die Navi funktioniert jetzt hier nicht. Ich habe jetzt noch nichts Genaues eingestellt. Ich wollte euch jetzt nur mal die Entscheidung mitteilen, wie es jetzt ausgegangen ist bei der Umfrage. Also es hat so ausgesehen, es war ja zur Wahl auf Achse, so wie es war. Dann die Classic Trucks, realistisches Fahren oder auf Achse mit realistischem Fahren. Und es sah folgendermaßen aus, dass ein Ergebnis gefallen ist. Es sind ganze 32 Stimmen eingegangen. Wow, also das ist schon ernüchternd. Bei 300 Abonnenten, 32, die bei der Umfrage mitgemacht haben. Aber gut, es ist eine Entscheidung gefallen. Und zwar ist die Entscheidung gefallen mit 43% für auf Achse realistisches Fahren. Ja, was heißt es? Mir geht es jetzt so im Kopf um, dass wir zurückgehen in der Zeit, so in die Zeit der 70er von Franz und vom Günther, dass wir in dieser Zeit mal anfangen, eine Spedition gründen, wie auch immer, wir aber in dieser Zeit realistisch fahren, das heißt, wir fahren mit realistischen Frachtpreisen, wir fahren mit realistischen Bedingungen, aber das Ganze angelehnt an die Abenteuer von Franz Merstang und Günther Willers, beziehungsweise an die Abenteuer, die die Fahrer der damaligen Zeit erlebt haben, so wie es mein Vater jetzt erlebt hat. Und so wäre im Großen und Ganzen der Plan. Ja, wie ihr es im Intro schon gesehen habt, die Reihe heißt dann ETS2 auf Achse in Classic Trucks. Und ja, wie ich es erwähnt habe, ich werde so aufziehen, dass wir in der Zeit der 70er Jahre, also Ende der 70er Jahre, die Abenteuer von Dreckadel erleben werden. Ich werde mir den Realistik-Mod von Schumi runterladen, da wo es praktisch mit realistischen Frachtpreisen, realistischen Dieselpreisen, realistischen Löhnen, realistischen Bankpreisen zur Sache geht. Wir werden die Frachtpreise, wie gesagt, anpassen und werden hier ganz realistisch fahren, wie es damals war. Wir werden an den Grenzen stehen bleiben und hierbei einige Abenteuer erleben. Ja, bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei 302 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich sie jetzt hier mache. Grüßen möchte ich all meine YouTube-Kollegen, die seht ihr alle unten bei mir verlinkt in meiner Kanal-Infoleiste. Da grüße ich alle von euch, dann vergesse ich keinen. Schaut bei denen Jungs mal vorein, abonniert denen ihre Kanäle, lasst ihnen einen Daumen hoch da. Gleiche gilt natürlich für meinen Kanal, wenn es euch gefällt, Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren. Einen kleinen Kommentar da lassen, das würde mich auch freuen. Ich bin da immer offen für Anregungen. Positive wie negative Kritik. Was heißt negative Kritik? Ich nehme natürlich Kritik entgegen, aber konstruktive Kritik, sagen wir es mal so. Verbesserungsvorschläge sind immer gern willkommen. Also das gern rein in die Kommentare.
Jo, hier den Volvo, den EF10, war ich wieder gewählt zum Fahren. Ich habe ihn jetzt nicht ganz genau hergerichtet wie den von Günther Willers und so, das wollte ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber ich habe ihn jetzt mal so genommen und so gefahren, dass wir mal ein bisschen wieder in das Flair reinkommen von der Zeit und von der Serie. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist so, dass ich das Ganze an die Serie anlehne. Wie auch immer, mir gehen da einige Sachen im Kopf rum. Aber es wird halt nicht so sein wie bei der alten auf Achse Staffel, dass wir hier nur Abenteuer erleben und so weiter. Es wird hauptsächlich darum gehen, dass wir eine Spedition gründen zur damaligen Zeit mit den ganzen Problemen. Dass wir natürlich mit den schlechten Preisen kämpfen, immer wieder. Und das ein oder andere Abenteuer erleben werden. Ja, Grutzinn ist nicht. Jetzt haben wir hier eine Umleitung. Die Umleitungen wollte ich eigentlich rausnehmen. Aber das schaut so aus, als würden wir hier dran vorbeikommen. Weil ich habe jetzt keine Lust, hoppala, dass ich jetzt hier 500 Kilometer umfahre. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Dass wir jetzt gerade die Leitplanke touchiert haben und den Feuerwehrhauter den Spiegel weggefahren haben. Da macht jetzt alle die Augen zu. So, weiter geht's. Ja, und wie gesagt, mir gehen da einige Dinge im Kopf um. Ich werde versuchen, jede Woche eine Folge rauszubringen. So wäre jetzt mal der Plan. Es ist natürlich auch abhängig, wir spielen jetzt hier ja auf der 1.49. Welche LKWs laufen noch von den alten? Also ich stecke noch in den Vorbereitungen, ich teste jetzt mal alles durch. Bei der ganzen Geschichte hier. Und dann werden wir zeitnah mit der neuen Serie natürlich starten. So, dann wie gesagt, auf dem Weg nach Innsbruck. Wir haben so Oliven in Gläsern geladen. Ganz schön schwere Frachter. Den Volvo habe ich vom Motor her original gelassen mit einer 350 PS Maschine. Jetzt realisieren wir das Ganze noch nicht, jetzt fahren wir mal an der Grenze vorbei, aber wie gesagt, dann in der Serie wird es so sein, dass wir natürlich das so nachspielen werden, dass wir an den Grenzen stehen, dass wir verzollen müssen. Das Ganze hier ist jetzt noch nicht die Folge 1 oder sonst was, das Ganze ist jetzt eine kleine Einführung, eine kleine Erläuterung für euch, was ich so vorhabe, was ich so machen möchte. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Es wird auf Deutsch gesagt so eine Mischung aus den beiden alten Serien, die ich hatte. Also es wird so eine Mischung aus der Auf Achse und aus den Classic Trucks. Und es wird dann auch nur noch diese eine Story geben hier bei mir auf dem Kanal, aber die wird man halt dafür dann sehr intensiv und sehr ja genau spielen. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt drauf. Ich bin jetzt ganz ehrlich, es war bei mir schon der Gedanke, da komplett aufzuhören mit YouTube. Ich habe aber dann ein paar nette Kommentare gekriegt, auch auf Facebook und so weiter, und muss sagen, das hat mich dann schon dazu bewogen, dass ich weitermache mit dem Ganzen. Und ich habe jetzt auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also es steckt zwar jetzt noch alles in die Kinderschuhen und wir werden jetzt mal schauen müssen, was noch läuft. Das ist ja immer ganz wichtig. Und wie man das Ganze beginnt. Man braucht dann natürlich auch die Promos wieder dafür, das ist ja auch ganz klar, weil es natürlich wieder in den Nahen und Mittleren Osten geht, da braucht es dann schon wieder eine größere Kartenkombi, das ist auch klar. Was jetzt natürlich ist, 1.49, ich spiele ja schon auf der 1.49, die ist ja jetzt frisch rausgekommen. Da gibt es die ganzen Karten-Updates noch nicht. Hochgezogen habe ich auf die 1.49, weil es ja wirklich so ist, dass man sagen muss, sie haben einiges gemacht, gerade was die Grafik hier angeht.
Und auch das ganze neue Schadensmodell und so weiter, wo jetzt drin ist, gefällt mir gut. Und auch der Gebrauchtwagenhändler natürlich. Ich hoffe inständig, dass dieses neue Grafikmodell jetzt, diesen neuen Himmel, alles was sie reingetan haben, dass wir jetzt auch mal Nebel haben, dass wir irgendwann in der 1.51, 1.52 oder wie auch immer eventuell vielleicht Jahreszeit mal dazu bekommen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Auch da muss ich sagen, zum Beginn der neuen Serie oder der neuen Story hier warte ich noch auf den Wintermod. Bei uns schneit es ja aktuell, also seit, glaube ich, Sonntagabend. Hier in der Nähe von Regensburg, wo ich hier bin. Ja, war halt früh natürlich gleich wieder leichtes Verkehrschaos, so wie es üblich ist. Aber das wisst ihr ja selber. So, natürlich, wir sind nicht so schwer, alles passt, auch klar. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Jetzt nehme ich euch noch mit, die 20 Kilometer bis nach Innsbruck. Ja, es ist noch ein bisschen Arbeit. Ein paar Verkehrsmods noch anzupassen, na du, Bauer. Und... ja, wie ich erwähnt habe, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, bevor es dann richtig losgeht. Aber ich denke mir, dass wir jetzt so in ein bis zwei Wochen starten werden. Das wäre so das Ziel mit der ganzen Geschichte hier. Ja, immer wieder ein geiles Fahrzeug hier, der alte F12. Wieder zurückversetzt in alte Zeiten oder in andere Zeiten, in frühere Zeiten. Einfach das, was mir immer schon Spaß gemacht hat, mit den Videos zu machen, hier mit den alten Trucks, mit den Klassikern zu fahren. Es werden auch wieder mit Sicherheit der ein oder andere Auflieger zu sehen sein aus dieser alten Zeit. Auch da ist es so, da muss man mal schauen, was läuft noch, was bekommt man noch an Updates. Welche Trailer kann man da noch fahren? Aber das werde ich alles testen. Und wie ich es erwähnt habe, brauche ich noch ein bisschen Zeit, das Ganze durchzutesten. Jetzt, ich habe jetzt extra gewartet. Ich habe jetzt nichts mehr angefangen, bevor die 1.49 nicht raus war. Weil es für mich wenig Sinn gemacht hat. Auf die 1.49 hochpatchen wollte ich ja, wie ich es auch schon erwähnt habe, wegen den ganzen Neuerungen, die es ja gibt. Das ist für mich mal wieder ein Update, das absolut Sinn macht. Allein schon wegen der Gebrauchtwagenhändler. Und wenn man sich ja die ganze Grafik jetzt hier mal anschaut, die ganzen Skyline, den ganzen Himmel, das ist schon einmal realistisch und ganz was anderes wie das, was wir vorher hatten. Soderle, angekommen in Innsbruck, jetzt fahren wir dann noch hinter. Und wenn wir da hinten bei der Firma sind, bei Eurogoodies, da werden wir dann auch diese Folge beenden. Lasst euch überraschen, wie ich es erwähnt habe, mir geht einiges im Kopf um, was man machen kann, machen könnte bei dem Ganzen. Muss natürlich auch erstmal schauen, was ich umsetzen kann. Aber lasst euch überraschen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal.